Die Regierung in Kiew hat nach dem Fall der Stadt Debaltseve ohne Vorwarnung die Gasversorgung in die Ostukraine eingestellt. Der russische Gazprom-Konzern hat darauf auf Anweisung des russischen Premiers Medvedev die Versorgung der Bevölkerung von Lugansk und Donetsk mit Gas übernommen. Auf diese Weise könnte der Energiemarkt des Donbass an Russland fallen, womit die Teilung des Landes beschleunigt würde. Der staatliche ukrainische Energieriesen Naftogaz hat offenbar der Teile der Ostukraine von der Gasversorgung abgeschnitten. Das staatliche Unternehmen hat den Schritt unmittelbar nach der Niederlage der ukrainischen Truppen aus Debaltseve angekündigt, berichtet die Financial Times. Es sei eine vorübergehende Maßnahme, die auf die Beschädigung der Infrastruktur zurückzuführen sei. Naftogaz-Chef Andrei Koboljew sagte am Mittwoch, dass die Rebellen eine Reihe von Pipelines beschossen hatten. Daher sei eine Versorgung nicht mehr möglich. Er verstehe nicht, wieso die Rebellen ihre eigene Infrastruktur zerstören. Er legte keinerlei Belege vor, ob die Schäden von der ukrainischen Armee, den rechtsextremen Milizen oder den Rebellen verursacht wurden. Beobachter gehen davon aus, dass die Rebellen am wenigsten Interesse an der Zerstörung ihrer eigenen Infrastruktur haben. Laut Koboljew soll zu Explosionen gekommen sein. Die Pipelines seien beschädigt worden. Die Rebellen hätten die anschließenden Reparaturarbeiten behindert. Koboljew zufolge wolle Gazprom die Lage in der Ostukraine nutzen, um seinen Exportrückgang in die Ukraine zu kompensieren. Zuvor hatte Kiew Einschnitte bei den Energieexporten aus Russland vorgenommen und diese durch Reverse-Lieferungen aus der EU ersetzt. Im vergangenen Jahr hatte die Regierung in Kiew staatliche Finanzmittel in den Osten des Landes gestoppt. Die Gasversorgung ist hingegen aufrechterhalten worden. Der russische Gazprom-Konzern soll am Donnerstag damit begonnen haben, die Rebellengebiete von Lugansk und Donetsk über die Gasstationen Platowo und Prokhorva mit Gas zu beliefern. Russlands Premier Dmitri Medvedev hatte Gazprom dazu aufgefordert, die Rebellengebiete zu versorgen. Die täglichen Lieferungen sollen einen Umfang von 12 Millionen Kubikmetern haben. Die Regierung in der Ukraine interpretiert das Eingreifen von Gazprom als weiteren Beleg für die aggressive Strategie Russlands in der Ukraine. Es sieht so aus, so banal es auch klingt, wie ein Versuch, einen Teil des ukrainischen Gasmarkts zu erhalten, so Koboljew über die Strategie Gazproms. Doch Russland könne für die Gaslieferungen an die Rebellen keine Rechnungen an Naftogaz stellen. Naftogaz werde nicht die russische Gasversorgung der Ostukraine finanzieren. Zudem gebe es dafür auch keine rechtliche Grundlage. Tatsächlich ist es denkbar, dass Russland versuchen könnte, die Lage zu nützen, um den Energiemarkt der Ukraine von dem des Donbass abzukoppeln. Die Ukraine konnte monatelang ihre Rechnungen an Gazprom nicht bezahlen. Seit dem ohne Konsultationen mit Russland eingeführten Freihandelsabkommen der EU sind die europäischen Steuerzahler für die Zahlungen in der Pflicht. Das hat den Russen zwar vorübergehend die Bezahlung einer Rechnungen verschafft. Langfristig ist jedoch eine enge energiepolitische Anbindung des Donbass an Russland eine nachhaltigere Strategie für Moskau.